Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video bei Schau mal rein, eine Fahrzeugvorstellung. Wir haben euch jetzt ein Fahrzeug ausgesucht, das hat den dritten Platz bei der Promobil 2024 bekommen, bei den Campingbussen mit Bad unter 60.000. Und wenn die Promobil hier Plätze vergibt, dann finde ich, sollten wir mal reinschauen, oder? Genau, wir schauen uns das Fahrzeug mit euch zusammen an, also kommt mit. Ja, und wann geht's los? Ja, immer nach dem Intro. Oh mein Gott, das darfst du doch nicht vergessen. So, wir schauen uns den Carabus Ford 600 MQ Modelljahr 24 an. Jo, schauen wir doch mal am besten rein. Vorne, ich habe gesagt Ford, klar. Dort ist der Ford. Wir haben hier das Automatikgetriebe. PS-Leistung, weiß ich gerade nicht im Kopf, müssen wir noch mal gleich schauen. Das tun wir auch gleich. Hier vorne haben wir eine schöne Dinette. Wieder mit Tisch, den wir zu allen Seiten natürlich ausklappen können. Das ist natürlich mit einer Hand jetzt ein bisschen schwierig. Das ist ein Tisch, der auf jeden Fall hängt. Der hat nämlich keinen Fuß. Also das heißt, ihr habt keinen Fuß im Weg, wenn ihr euch dort hinsetzt. Und ihr könnt diesen Tisch dann auch dementsprechend verschieben. Rechts und links. Das ist auch wieder mit einer Hand ein bisschen schwierig. Ich versuche das mal. So, jetzt. Schaut, dann habt ihr im Prinzip den mittig drin. Das passt dann natürlich auch ganz gut. Hier unter haben wir keinen zusätzliches Fach. Das gibt es in dem Fahrzeug hier nicht. Hier vorne befindet sich ein bisschen die ganze Elektrik, also die Heizung darunter und natürlich auch der Frostwächter. Ein bisschen könnte man noch dazu packen. Also das heißt, so leichte Sachen würde ich jetzt zum Beispiel vorschlagen. Den Tedford Kompressorkühlschrank, der ist zu einer Seite aufmachbar. Allerdings kann man ihn so weit öffnen, dass man auch von außen dort rankommt. Mit einem schönen großen Gefrierfach, also relativ großem Gefrierfach. Ihr kriegt da auf jeden Fall mal ein Eis mit. So, jawohl, wir schauen uns natürlich erstmal noch vorne an. Über dem Fahrer haben wir hier eine Ablage, zur rechten Seite die Bedienelemente und hier ist auch noch ein großes Fach, wo wir noch ein paar Sachen ablegen können, sowie eine USB-Dose. Das ist eine normale USB-A-Dose, also USB-C habe ich hier bisher noch nicht gefunden, aber vielleicht ist das ja gleich noch machbar auf unserer Tour. Schöne Ablagefächer, die sind alle sehr tief und haben auch dementsprechend noch einen Zwischenboden, das finde ich gut gelöst. Ja, Ambientenbeleuchtung, ihr seht das hier schon, dort. So, dann haben wir die Küchenbereich. Im Küchenbereich haben wir erstmal, fällt auf, wir haben Oberschränke, eine ganze Menge. Ich mache mal einfach ein paar auf, dass man da mal reinschauen kann. Gut, da fehlt jetzt ein Deckel. Okay, aber der Deckel wird natürlich mitgeliefert, logischerweise. Bei Messefahrzeugen passiert das ja auch schon gern mal, dass ein Deckel mitgeklaut wird. Dann haben wir hier einmal das große Waschbecken, zwei Flammenkocher mit relativ großen Flammenflächen. Da könnt ihr Töpfe bis 160, diese hier und dort 220 mm. Dann haben wir hier die Schubladen. Okay, hier vorne ist einfach nur ein Fach, das ist keine Schublade. Dafür haben wir dann hier ein Fach. Und wir haben hier zu dieser Seite noch diese Trittstufe hier, die muss man natürlich dann dafür abnehmen. So, einmal nach oben weg. Und dann kommen wir an diesen Kleiderschrank ran, denn man kann hier oben Kleiderhaken bzw. Kleiderbügel einhängen. Dann habt ihr hier eine schöne Trittstufe, dass ihr auch vernünftig ins Bett kommt. Die Bettenmaße, die müssen wir euch einblenden. Wichtig sind jetzt nochmal die Hängeschränke. Wir haben zur rechten Seite ordentliche Hängeschränke. Die sind sehr, sehr tief auch. Da passt also auch gut was rein. Wir können also viel ablegen. Nach hinten habt ihr keine Schränke, aber zumindest zu den Seiten. Und dafür sind die sehr, sehr tief. Genau. So, und dann müssen wir nochmal hier schauen. Hier haben wir nochmal für Garderoben. Was ich gut finde, ist, dass man hier ein Vlies drauf gebracht hat, denn Jacken sind generell ja auch mal nass und so weiter und ein bisschen dreckig. Und dann ist das ein bisschen besser, dass das Holz nicht gleich so angeschmuggelt ist mit Feuchtigkeit.
das Bad, ne, das interessiert natürlich auch nochmal. Wir haben hier Gardinen, also Duschvorhänge. Oben rechts ist die Brause zum Einhängen. Ich werde mal das hier versuchen zu lösen, so, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Und wir nutzen das Waschbecken auch für diese Duschfläche oberhalb. Ich hänge das hier einfach mal ein. So, das ist auch wieder mit einer Hand etwas schwieriger. Ein bisschen mehr Schlauch haben. So. Gut, ist genau falsch rum. Das heißt, das Ding muss dann andersrum. Ist ein bisschen schwierig, ist ein bisschen fummelig jetzt in dem Moment einhändig. Ein Fenster zur Seite und ein Fenster nach oben. Ansonsten die Tedford-Toilette und für die Duschwanne haben wir hier zwei Abläufe, einmal hinten, einmal vorne. Und zum Heizen ist dann dementsprechend dort rechts in der Ecke ein Ausströmer. Dann haben wir hier unterhalb wieder Schränke, wo wir Möglichkeiten haben, um auch Reinigungsmittel und so weiter zu verstauen. Und wir haben zur linken Seite noch ein Fach, wo wir schön was ablegen können, was dann nach vorne hin ausklappt. Natürlich darf man es hier hinten nicht mehr so hoch beladen. Das passt natürlich dann nicht durch. So, gucken wir einmal hinter diesem Duschvorhang nochmal. Da ist nichts weiter hinter. Ihr seht nur die Toilette und das war's. So, dann müssen wir uns das Auto nochmal von außen angucken. Was mir jetzt hier in diesem Fahrzeug überall auffällt, ist, dass alles auch schön mit einem leichten Schaumstoff und dann so einen schönen sanften Überzug bekommen hat. Das fühlt sich sehr, sehr gut an, macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Das gefällt mir wirklich gut. Auch hier im Schlafbereich ist das so. Und hier hinten haben wir auch wieder Steckdose und zur rechten Seite eine USB-Dose. Genau. Was ihr jetzt dort oben noch habt, da, das ist ein Schalter, wo ihr Lichter ausschalten könnt, also diverse Lichter im ganzen Fahrzeug. Also wenn man mal vorne vergessen hat, ist das ganz schön, dass man da doch nochmal einen Knöppel hat. Ein kleines Fach hier hinten, dann haben wir rechts hier eine kleine Gasflasche, denn dieses Fahrzeug kommt mit einer Dieselheizung daher. Daher reicht eine kleine Gasflasche, die ist ja dann nur zum Kochen da. Und vorne haben wir den Kompressorkühlschrank. Was wir hier sehen, ist auf jeden Fall, dass das eine Menge Stauraummöglichkeiten bietet. Der ist riesig, muss ich ehrlich sagen. Und hier haben wir dann im Prinzip nur noch solche Flächen, wo wir Serviceöffnungen haben für Wassertank und so weiter. Da würde ich jetzt nicht rangehen. Da braucht ihr auch in der Regel, braucht ihr da gar nicht ran. Also alles so gut gelöst, dass man hinten die gesamte Staufläche nutzen kann und nur ran muss, wenn halt mal irgendwas kaputt ist. Ansonsten kann man dieses Lattenrost natürlich noch nach oben klappen, dass man auch mal höhere Dinge beladen kann. Ja, zur linken Seite schauen wir nochmal. Hier haben wir natürlich noch die Toilette. Das ist die Serviceklappe dafür. Wir haben hier eine kleine Ausstellung, dass das Bett breiter wird. Das heißt, der ist hier ein bisschen aufgebaut mit einer Hutze drauf. Stromanschluss, da ist der Auslass der der Dieselheizung. Ja, einfach mal wirken lassen, würde ich sagen. Und hinten haben wir noch die Wasserbefüllung auf der Seite. Optional habe ich vergessen, die Schiebetür kann mit Softclose ausgestattet werden. Finde ich eine gute Sache, dass man das gleich ab Werk mitbestellen kann, ohne dass man das gesamte Fahrzeug auseinandernehmen muss. Genau, für die leichten Ritsch-Ratsch-Dienstage. Genau. Ja, der Van, wie er hier steht, auf Ford-Basis würde kosten 71.500 Euro. Das ist die Hausnummer. Wie gesagt, da sind aber schon viele Pakete dabei, denn der Grundpreis wäre bei knappen 55.000 Euro. Also das ist wieder sehr viel Individuallösung, was man einfach dazu bekommt. Ja, alles in allem gefällt mir das Fahrzeug sehr gut, muss ich sagen. Macht einen guten Eindruck, einen hochwertigen Eindruck. Kommt auf jeden Fall mal her, schaut euch das Fahrzeug an. Sei es auf der Messe oder bei eurem Händler. Lohnt genau. Sich auf jeden Fall. In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Schau mal rein in eine Fahrzeugvorstellung. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.